Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es sich darum, was ich so mit meiner Strömung gemacht habe. Warum, weshalb, wieso, etc. pp. Gehen wir jetzt gleich drauf ein. Hat sich was getan, ich habe es umgebaut, ich habe es eingebaut, ich habe es euch in den Lives erzählt und ich möchte euch heute mal so ein kleines bisschen erzählen, warum, weshalb, wieso. Also, auf geht's! Strömung ist bei mir ein großes Thema und ich sitze jetzt schon seit längerer Zeit die Ocean Motion von dem Andi ein und ich bin von den Dingern pauschal begeistert. Kann man jetzt nicht anders sagen. Ich habe es allerdings auch geschafft, durch eigene Dummheit, schon Pumpen kaputt zu kriegen damit, weil ich sie falsch, montiert habe. Ja, falsche Kabelführung. So. Jetzt ist es so gewesen, dass ich von der Firma Aquamedic die Pumpen dran hatte, Smart Drift, die eine schöne, breite, weiche Strömung gemacht haben. Womit wir dann eigentlich auch schon fast im Thema wären. Breite, weiche Strömung, das ist genau das, was ich eigentlich bevorzuge. Und ja, im Endeffekt ist es so, ich habe die Pumpe kaputt gemacht, oder die Pumpen kaputt gemacht, durch einen Kabelbruch, weil ich das Kabel nicht so schön verlegt habe, wie es hätte eigentlich sein sollen. So, nachdem ich die Pumpen dann gehimmelt habe, bin ich dann so nach und nach hingegangen und habe dann meine Ersatzpumpen, die ich im Keller hatte. Weil ich habe ja damals mir die Tunse 6055 organisiert. Und die hatte ich ja vorher dran. Nicht an der Ocean Motion, weil Ocean Motion und Smart Drift sind zusammengekommen. Aber die hatte ich vorher im Einsatz. Und zwar insgesamt 3 Stück. Ja, die haben einen relativ guten Job gemacht. Waren relativ deshalb, weil sie halt stationär waren. Und jetzt im Vergleich dazu bewegte Strömung. Moving Strömung. Also Strömung, die halt sich verändert. Oszillierende Strömung. Nein. Sich verändernde Strömung. So. Ständig verändernde Strömung. Ist natürlich eine sehr feine Sache. Und wie gesagt, ich hatte eine schöne, breite, weiche Strömung mit den Geräten der Konkurrenz. Und ja, nachdem ich die Pumpen dann leider gehimmelt habe und das auch irgendwie nicht wirklich in den Griff gekriegt habe, habe ich meine 6055 wieder eingesetzt. So, jetzt ist es bei der 6055 leider nun mal so. Das sind Pumpen, die natürlich eigentlich hierfür vollkommen ausreichen, aber die haben, jetzt sagen wir mal, einen relativ kleinen Durchmesser an Pumpenauslass. Die bringen 5500 Liter ungefähr. Blende ich euch nochmal eben kurz mit ein. Habe ich jetzt so nicht im Kopf. Und ja, auf Wiedersehen. Eigentlich vollkommen ausreichend. Aber was mich an dieser Strömung halt so ein kleines bisschen gestört hat, war halt dieser konsequent gerichtete, harte Strahl. Und genau aus dem Grund bin ich dann hingegangen und habe gesagt, komm, back to the roots und einmal sowieso von den von der Tatsache, dass ich halt wieder auf die Tunspumpen zurück bin, weil sie halt ja, mir gefallen haben, bin ich dann hingegangen und habe gesagt, okay, ich möchte gerne die 6095 einsetzen, weil das hier eine entsprechende Pumpe ist, die auch als White Flow Pumpe, steht glaube ich auch vorne drauf, lass mich nicht lügen, genau, blende ich euch mal mit dem ein, da unten steht es, White Flow Pumpe angepriesen wird. Das heißt, sie bringt eine, bringt immer noch einen, ich sage es mal, anstatt so einen gebündelten Wasserstrahl, einen breiteren Wasserstrahl, aber den, der verteilt sich besser. Und genau das ist der Effekt, den ich im Endeffekt, haben wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie ich es hier mir vorgestellt habe, so funktioniert es auch. Die Pumpe selber ist natürlich eine etwas leistungsstärkere, weil sie natürlich auch einen größeren Propeller hat, sie hat einen größeren Auslass, sie bringt ein bisschen mehr. So, und jetzt muss ich die technischen Daten mal ablesen, weil die habe ich nicht im Kopf. Interessiert mich auch nicht, packst du rein, stellst du an, läuft,
kommt vorne Wasser raus. Das ist mein, ja, das, was mich interessiert. So, also Propellertechnologie kennen wir. Also ist ja sowieso von Tunze, dass wir halt einen entsprechenden Anker haben, wo ein Propeller dran ist. Das ist, ich sag mal, deren, ja, so sind die meisten Pumpen von denen aufgebaut. Wir haben eine geringe Motorabwärme, weil wir halt hier tatsächlich im Niedervoltbereich arbeiten. Das ist auch dementsprechend sehr vorteilhaft. Je mehr Pumpen natürlich eingesetzt werden, ob das jetzt Strömungspumpen sind, Rückförderpumpen etc. pp., desto mehr Wärme wird natürlich im Becken produziert. Und das ist natürlich eine Sache, die wir hier und da schon mal nicht haben wollen. Weil gerade im Sommer, wenn zu viel Wärme durch Pumpen etc. ins Becken eingetragen wird, haben wir natürlich ein Problem runterzukühlen. Also Niedervoltpumpen, 24 Volt hier in dem Fall, bringen natürlich weitaus weniger Wärme rein. So, jetzt wollen wir weiter gucken. 3D einstellbar, ja. Blende ich euch mal separat mit ein. Wir haben natürlich diese Halteklammer. Diese Halteklammer ermöglicht mir bei einer festen, positionierten Montage die Pumpe so zu drehen, wie ich sie gerne hätte. Oben, unten, links, rechts das Kabel so verlaufen lassen, wie ich es gerne hätte. Das ist natürlich ein extremer Vorteil an dieser Pumpe, dass ich sie vollständig, wie das halt eine Kugel ist, die in der entsprechenden Aufnahme drin ist, verstellen kann, wie ich sie möchte und wie ich sie brauche. Wo ich natürlich, ich sag's mal, Einschränkungen habe, ist, wenn ich jetzt Poolbecken habe mit extremer Glasstärke. Hier ist es tatsächlich so, die Magnethalterung für die stationäre Montage geht bis 15 mm Glasstärke. So, jetzt ist es so, dass normalerweise, wenn ich jetzt mal vom Reefer ausgehe, da hatte ich auf der Vorderseite eine Glasstärke von 19 mm und auf der Seite eine Glasstärke von 15 mm. 15 mm, check, passt. Genau, bis dahin können wir gehen. Habe ich jetzt ein normales Aquarium mit Steg und wie ich es halt kenne, dann habe ich gar kein Problem, weil da sind die Glasstärken sehr, sehr viel geringer. Und ja, die Magnete von Tunze, die sind uns ja alle bekannt, die sind ziemlich stark. Und 15 mm Glas ist natürlich auch eine entsprechende Hausnummer. So, was dann auch noch ist, blende ich euch auch nochmal separat ein. Die Halterung selber ist mit den Magnethalterungen oder wie jetzt hier auch mit den Halterungen von der Ocean Motion über entsprechende Dämpfer miteinander verbunden. Das heißt, Vibrationen, die Pumpe selber machen könnte, werden durch diese Dämpfer nicht akustisch auf entsprechende Teile des Aquariums übertragen und somit ist eine Geräuschreduzierung sowieso schon mal gewährleistet. Was ich bei diesen Pumpen definitiv sagen muss, ist aber grundsätzlich bei fast allen Pumpen so. Wenn ich eine Pumpe neu installiere und die dann anstelle, dann braucht die ihre Zeit, um ich sag mal, akustisch ruhig zu werden. Genau das gleiche hatte ich jetzt hier mit den Turbellen auch gehabt. Die ist im Prinzip, ja, hat die eine gewisse Zeit lang gebraucht zum Einlaufen. Das Einlaufen der Pumpe dauert ungefähr eine Woche auf anderthalb. Das heißt, in der Zeit muss man natürlich mit einer gewissen Akustik rechnen. Und die Pumpen, je nachdem in welchem Leistungslevel die laufen, haben natürlich auch eine gewisse Grundakustik. Das ist so. Wenn ich jetzt eine Pumpe konsequent hier bei mir im Becken laufen lasse auf meinetwegen 80%. Dann läuft die sich ein und irgendwann nehme ich diese Pumpe in dieser Form nicht mehr wahr. Bei einer konsequenten Einstellung. Gehe ich jetzt aber hin und mache extreme Simulationen, wie zum Beispiel Wellensimulation, Ebbe-Flut-Simulation, dann muss die Pumpe natürlich arbeiten. Dann geht die von Nullwert auf maximal. Oder auf die, ja, also sie ändert halt ihre Drehzahl und dieses Ändern der Drehzahl hört man. Das ist normal. Das ist bei jeder Pumpe so. Es gibt fast keine Pumpe, wo man das nicht mitkriegt. Außer, ja, brauchen wir nicht drum reden, ist zu teuer. solche Veränderungen hört man. Das hört man auch bei jeder anderen Pumpe. Das muss man wissen. Ja, wenn ich jetzt tatsächlich hingehe und diese Pumpe
stationär montiere, dass ich zum Beispiel eine Ringströmung kriege und dann hingehe und über einen entsprechenden Controller, weil diese Pumpen sind auch, da es eine elektronisch geregelte Pumpe ist, ist es auch möglich, da entsprechende Controller anzuschließen. Was ich hoffentlich demnächst bald machen kann, da warte ich nämlich noch drauf. Auf den, ist hier hinten auch abgebildet, auf der Rückseite der 7000er. Da habe ich die Möglichkeit, Wellensimulation, Ebbe, Flut etc. pp. Einzustellen, um verschiedene Strömungssituationen hier in diesem Becken abzubilden. So, das ist jetzt bei einer fest installierten Pumpe, ist es natürlich sehr nützlich, mal hinzugehen, dann mache ich die eine mal aus, dann drückt die andere schön lange durch die Gegend, dann kommt die Strömung halt aus der anderen Richtung, um meinetwegen da dann Dreck aufzuwühlen. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist natürlich hinzugehen, zu sagen, okay, ich lasse die Pumpen konsequent laufen und montiere sie an einer entsprechenden Dreheinheit. Gibt es ja heutzutage mehrere. Ich bevorzuge definitiv die Ocean Motion. Lässt sich gut einstellen, ist bei mir jetzt schon seit längerem im Einsatz und funktioniert einwandfrei. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Kommen wir noch mal kurz eben auf den Stromverbrauch, weil die Pumpe hier drückt maximal 9500 Liter, also 60, 95. Ne? Die 95 sagt dann im Endeffekt, wie viel 1000 Liter diese Pumpe maximal drücken könnte. Also 95, 9500, ihr seht den Zusammenhang hier. Also 2000 bis 9500 Liter kann diese Pumpe drehen, schieben, drücken, drücken. Becken von 100 bis 1000 Liter lege ich ja genau drin, mittig, also 500 Liter. Und Stromverbrauch habe ich gerade eben auch gesehen, 5 bis 21 Watt. Das ist in Ordnung. Das ist okay, das ist sparsam, passt zur heutigen Zeit. Und Controller hatte ich euch gezeigt. Muss ich mal kurz gucken, ob ich das Ganze mit einblenden kann. Ich hatte ja hier oben die Montage, wie hier liegen die beiden entsprechenden Controller quer. Musste ich hingehen und den Controller aufmachen, den Verbindungsstecker ziehen und dann das Kabel verlegen, damit ich dann auch die Möglichkeit habe, ist auch so vorgesehen, kann man auch machen, darf man machen, damit ich die entsprechende Kabelverlegung sauber machen kann und auch die dann hier vorne hinpacken kann, die Controller. Die Möglichkeit habe ich, also sprich den Controller aufschrauben, den Stecker ziehen, Kabel verlegen, sauber das Ganze wieder miteinander verbinden und anschließend den Controller wieder schließen und dann dementsprechend an der Stelle montieren, wo ich ihn gerne hätte. Also sprich, wie da jetzt zum Beispiel in der Art und Weise da, wo ich sie verbaut habe. Was ich jetzt demnächst noch machen möchte und ausprobieren möchte, ist hier der entsprechende Multicontroller, der momentan noch in Arbeit ist bei Tunze, einzusetzen. Der kann jetzt nicht nur die Pumpen steuern, der kann auch entsprechend Temperatur, Steckdosen und ähnliches ansteuern. Da möchte ich dann dementsprechend unter anderem diese Pumpen mit ansteuern, um auch verschiedene Strömungssituationen darstellen zu können. Trotz bewegter Strömung, verändernder Strömung durch die Ocean Motion. Ja, alles in allem ist die Montage der Pumpen schön einfach, easy, kann man nicht viel dran falsch machen. Wir haben auch noch zusätzlich, müsste ich hier noch einen Rest drin haben, einen Kabelschutz. Lass mich nicht lügen, da ist er, genau. Ja, diese flexiblen Schläuche, um den Kabel noch zusätzlich im Wasser zu schützen, falls ich dementsprechend Tiere haben sollte, die auf die Idee kommen, an einem Kabel zu knabbern, habe ich hier nochmal einen separaten Kabelschutz. Dann, was auch nochmal wichtig ist, ich euch zeigen möchte, die Magnete von Tunze werden grundsätzlich so geliefert. Das hat einen Sinn und Zweck. Ja, dann bekommt man die nämlich auseinander. Ganz einfach. Wenn ich jetzt hingehe und ich mache das jetzt hier nur zu Demonstrationszwecken, macht das nicht nach. Es ist gefährlich. Diese Magneten sind unheimlich kräftig. Ja, steht auch so in der Bedienungsanleitung. Passt damit auf. Die bringen, wenn da die Finger zwischen sind, da ist richtig
viel. Also ich bin ja kein schmächtiges Kerlchen, ne? Aber das hier ist eine Sache, die kriege ich gerade nicht auseinander. Und dementsprechend. Moment. Gleich habe ich es. Wenn ich es nicht habe, schneide ich diese Szene raus. Ich habe es nicht. Tatsächlich. Heftig. Also, das Styropor dazwischen ist nicht für Nüsse. Ist kein Dekoartikel. Muss ich nochmal wirklich ganz effektiv darauf hinweisen, diese Dinger sind gefährlich. Ja, da sind Neodym-Magnete drin, besonders starke Magnete. So geht das, aber wehe, ihr packt die Dinger direkt aufeinander. Es ist fast nicht möglich, die dann noch vernünftig ohne Hilfsmittel auseinander zu bekommen. Ja, im Endeffekt, ich habe es euch gerade erzählt, haben wir dann hier auch noch das entsprechende Sicherheitsblättchen. Achtung, Verletzungsgefahr, Sicherheitshinweise für Magnete. Und ihr seht hier auch ein entsprechendes Zeichen. Herzschrittmacher, ja, kann gefährlich sein, weil diese Magnete so dermaßen stark sind. Wieder Material ganz. Also, aufpassen mit den Dingen. Bitte vorsichtig mit umgehen. So, wir haben, um es jetzt nochmal ein bisschen genauer zu zeigen, das geht ja, geht ganz einfach, ohne viel Kraft. Wir haben hier noch einen separaten Schutzring. Der ist dafür da, den kann man auch austauschen. Und den kann man abmachen, wenn man das möchte. Der ist im Endeffekt dafür da, um mir meine Außenseite der Scheiben, ob das jetzt Acryl ist oder normal Glas, zu schützen. So, und das gleiche Spiel habe ich im Endeffekt auch so einen Schutzring hier auf der Innenseite des Magneten. Hier habe ich die entsprechenden Bohrungen für die Puffer. Die habe ich jetzt hier drin, die Originale, weil ich für meine Ocean Motion längere benutzt habe. Blende ich euch mal kurz eben mit ein, seht ihr da hinten, weil die Originalpuffer im Zusammenhang mit der Ocean Motion etwas zu kurz sind. Dann habe ich diesen Vibrations... Kann es sein, dass ich irgendwas dazwischen setze und dann höre ich die Pumpe. Ja, also im Original ist das kein Problem. In Verbindung mit der Ocean Motion sollten längere Puffer benutzt werden. Das schon mal so als Hinweis. So, jetzt packen wir, ja, auf Wiedersehen, tschüss. Packen wir das wieder zusammen. Seht ihr, geht ganz einfach, ohne Probleme, ohne dass ich mich hier einen roten Kopf kriege. Ja, alles in allem, die Pumpen sind eingelaufen. Also bei mir hat es ungefähr, ja, ich war 3 oder 4 Tage gedauert. Dann habe ich sie schon, ich selber, schon nicht mehr so wahrgenommen. Sie waren noch akustisch zu hören, wenn man sich angestrengt hat, wenn abends hier dann tatsächlich ruhig war im Raum. Dann hat man noch gehört, ja, da ist ein anderes Geräusch. Aber jetzt ist es tatsächlich so, nach einer gewissen Einlaufzeit, und das ist bei meines Wissens nach bei den Tunzepumpen alles so, das ist grundsätzlich so, dass die wirklich eine Zeit lang brauchen zum Einlaufen und danach laufen die ruhig, stabil und ja, eigentlich fast dauerhaft gut. Ich kenne es also von diesen Pumpen nicht, dass die eine Leistungsreduzierung haben oder ähnliches. Und von daher habe ich auch gesagt, ich möchte diese Pumpen weiterhin einsetzen. Und habe mich halt für diese entschieden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze hier ein kleines bisschen näher bringen, warum ich jetzt diese Pumpen einsetze und warum nicht mehr die anderen, was diese Pumpen können, etc. pp. Solltet ihr Fragen, Sorgen, Nöte, unsätzliche Anträge oder ähnliches haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Und ja, alles in allem würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video, wann das auch immer sein wird. In diesem Sinne, schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses super tolle Video hier gesehen habt. Gesehen habt, da geht mir auch, ist klar. Also, bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao.